mit so einer Euphorie bin ich heute früh in die Werkstatt gekommen, um das Vorankündigungsvideo zu machen, was sich in der neuen Welt von Sonetip jetzt alles anbahnt und umgesetzt wird. Und dann macht man das Videoprogramm einen vollen Strich durch die Rechnung, weil es nämlich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wahrscheinlich liegt es wieder nur an mir, ich weiß es nicht. Also ich werde jetzt mehr Zeit wohl doch in der Werkstatt verbringen als wie am PC. Ich habe es jetzt auf die Reihe gebracht und das Video ist jetzt nach gut 4 Stunden doch bei YouTube und bei Facebook auch mit hochgeladen. Eigentlich wollte ich ja nur diese Route, die Snowy, noch vorstellen. Zwischenzeitlich kam aber dann der Jempi auf seinen Weg nach Sixdorf vorbei und hat mir von meinem alten Freund Laszlo eine Route gebracht. Eine 9 Fuß 7 Stratocaster links, eine 5-6, eine zweiteilige. Die stammt also, wie gesagt, noch aus den 90er Jahren. Und die hat jetzt leider da oben den Geist aufgegeben, Spitze gebrochen. Also im Prinzip nichts für die Werkstatt, was Neues. Nur freue ich mich natürlich immer wieder, wenn ich so ein gutes, altes Stück vom Laszlo El Netti in die Hände bekomme und die wieder zum Leben erwecken kann. Okay, das werde ich dann, wenn das soweit ist, werde ich dann kommende Woche natürlich durchziehen, weil die Route wird wieder abgeholt werden, wenn die Woche in Sixdorf vorbei ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, Jempi, ich hoffe, du bist jetzt schon in der Gruppe mit dabei oder hast das schon, den Link habe ich dir ja geschickt. Und jetzt noch ein paar Worte zu der Snowy. Hallo und herzlich willkommen. Ich hatte ja gestern in einem der letzten Videos die El Netti angesprochen, die in der Spitze gebrochen ist. Ich habe jetzt hier, um mal so eine Reparatur etwas genauer zu zeigen, diese alte Spitze praktisch mit einer Hülse wieder angesetzt. Hier seht ihr das, also so kann man die Route nicht reparieren, aber man kann mal rauskriegen, was hatte die denn ursprünglich mal für eine Aktion. Denn es steht ja drauf Klasse 5-6 und jetzt machen wir mal die Vermessung direkt mit der aufgesetzten Spitze. So, da hängen wir hier unser Fähnchen dran und dann gucken wir mal, na, ein bisschen noch hinten runter. Und ich verspreche, es kommt auch nachher noch das Solitopf-Video, da wartet ihr mit Sicherheit schon gespannt drauf. Aber gestern wurde ich ja leider ausgetrickst von meinem Rechner. Ich wollte eigentlich nur ein paar Videos hochladen auf YouTube und mein Schnittprogramm hat gemeint, es dürfte irgendwelche speziellen Endungen nicht verwenden. Und meine Videos waren dann ohne Video, nur Ton. Ja, hat mich dann ein paar Stunden gekostet. Aber jetzt weiß ich, wie es geht und ich habe mal was nachgeladen. Es gibt für alles immer irgendeine Lösung, auch in der digitalen Welt. So, jetzt haben wir hier, also wie gesagt, 9 Fuß 7 und 5 bis 6. Und obwohl wir jetzt hier eine kleine Versteifung drinnen haben, müssten wir also irgendwas um die 15 bis 16 Gramm rausbekommen. Und hier haben wir 13,46 und mit 13,46 liegen wir im Bereich von 4. 13,46, das schreibe ich mir mal auf. Das Original 13,46. Also eine 5er wird es mit einer Solitip dann auch nicht mehr werden. Sie wird wohl feinere Schlaufen werfen können. Aber mehr Kraft von unten wird sie nicht bekommen. Das weiß ich also jetzt im Vorfeld schon mal, aber das werden wir jetzt dann auch gleich vermessen, was bei der Solitip rauskommt. Und am Schluss des Videos zeige ich euch natürlich dann, wie die Aktion und wie so eine Reparatur im Endeffekt dann aussieht. So, dann sind wir hier mit dem zweiten Gewicht. Und da haben wir 63,67. 67 und da können wir jetzt einen Powerfaktor ausrechnen. Also wie gesagt, es ist jetzt eine Schnurklasse 4. 63, 67 geteilt durch das kleine Gewicht 13,46. Da ist ein Powerfaktor von 4,7.
Also Nummer 4, 4,73. Das ist eine mittelschnelle Aktion, aber wohlgemerkt in der Schnurklasse 4. Okay, jetzt gleich mal die Vermessung mit der Soli-Tipp. So wie ich das also immer mache, ist mit Pfeifenputzern wird jetzt die Soli-Tipp hier angeheftet erstmal. Also das wird die Spleißstelle dann sein. Die Originallänge, da halte ich einfach die abgebrochene Spitze ohne diese Hülse natürlich. Die muss ich jetzt wieder runterkriegen, die war ziemlich stramm drauf. Aber soll ja auch halten. So, dann können wir das von der Länge her ziemlich genau das Fähnchen hier ausrichten. So, jetzt haben wir hier die gleiche Länge, wenn ich hier praktisch dann das Gewicht ansetze. Dem einen oder anderen mag das jetzt schon wieder alles zu lang sein in dem Video, aber da geht es halt nun mal nicht schneller und man muss halt gewissenhaft arbeiten. Der ein oder andere Routenbauer, der wird sich es bis zum Schluss anschauen und deswegen mache ich auch die Videos. So, dann hängen wir hier das dran. Dann muss ich es noch ins Wasser ausrichten, also dass die Rute wirklich auch waagrecht hängt. Und zwar ab den Läsern bis hierhin ist es waagrecht. Die macht natürlich jetzt einen Bauch, weil sie ein Eigengewicht hat, ist ja auch logisch. Und jetzt hängen wir mal das Gewicht dran, was wir jetzt ursprünglich an der Originalrute mal hatten. Da sind wir also jetzt um ungefähr 1,5 cm weiter unten. Das heißt, die wird etwas feiner. Nehmen wir mal ein paar Reiskörner raus. Das auspendeln. So. Viel ist es nicht. Wir werden also knapp an das Original rankommen. Viel weiter runter will ich auch nicht. Ich mache mir da gleich mal welche raus. Und das wiegen wir dann auch gleich. So, da fehlen noch ein paar Reiskörnchen. Also man sieht, es ist schon eine sehr genaue Messung, also da geht es um echt um Hundertstel Gramm. Okay, jetzt ist der Laser genau hier an dem Punkt, wo er sein soll. Also praktisch schauen wir mal in die Biegungskurve rein. Ein kleines bisschen stärker biegt sie sich runter. Hier haben wir natürlich jetzt einen Knick, weil die Pfeifenputzer etwas nachgeben. Es wird sich aber im Endergebnis nichts tun, großartig. Und jetzt messen wir es mal. Wiegen wir es mal nach. Haben wir jetzt 12,51. Das Original hatte 13,46. Und hier haben wir 62,11. Dann können wir das ausrechnen, was jetzt da rauskommt. Wir sind also bei 12,51 sind wir auch noch in der 4. Da haben wir 62,11 geteilt durch 12,51. Da haben wir jetzt einen Powerfaktor von 4,96. Also fast schon extra fast, also in einem oberen schnellen Bereich oder obersensitiven Bereich. Vorher hatten wir einen Powerfaktor von 4,73 in der Schnurklasse 4 und jetzt kriegen wir über die Soli-Tipp einen Powerfaktor von 4,96 in der Schnurklasse 4 raus. Okay, ich spleiße jetzt ein und dann zeige ich natürlich auch das Endresultat noch in einem. So, und damit es immer nicht nur Videos gibt, wie etwas nach der Arbeit aussieht, hier wieder mal ein Video, wie so eine, wie der Blank praktisch vorbehandelt wird, bevor die Soli-Tipp eingespleist wird. Ich habe jetzt schon die Spirale aufgefräst hier und den Durchmesser von der Soli-Tipp auf den Innendurchmesser von dem Blank, so dass er ganz bündig eben reingeht. Ich muss aber noch ein Stückchen weiter reinbringen. Ich denke, das sieht man auf dem Video ganz gut. Denn hier ist der Übergang zu der Außenstärke und der sollte dann im Blank natürlich verschwinden. Das mache ich mit einem Dremel. Und zwar während natürlich die Rute auch dreht. Das ist rausgefräst. Und anschließend
So, jetzt schlüpft es richtig schön da rein, denn im vorderen halben Zentimeter ist jetzt natürlich ein Konus entstanden und da schlüpft es jetzt rein. Jetzt nehme ich dann von außen noch fräse ich den Blank ab und dann wird schon die Soli-Tip eingeklebt. Wer sich jetzt natürlich fragt, die meisten, die meine Videos kennen, wissen es schon, die frisch dabei sind. Diese Fräsung hier auf der Soli-Tip hat diese Bewandtnis, dass der Leim oder der Kleber, der Epoxy, hier Platz hat einzudringen. Der ist ja ziemlich dünnflüssig, wenn er eingeklebt wird. Und da wir hier ja einen Konus haben, der nach vorne dünner wird im Blankinneren, sperrt praktisch dann der Kleber, der eingesperrt ist hier, die Soli-Tip, dass er nicht mehr nach vorne rausrutschen kann. So, jetzt kommt der nächste Schritt dann gleich dran. So, die Spitze ist natürlich schon verklebt jetzt. Und normalerweise, das heißt normalerweise, bei den meisten Spitzen wird der Übergang zuerst mit dem Geflechtsschlauch umfasst und laminiert. Bei Routen mit geringerem Wurfgewicht, respektive also Unterschnurklasse 4, habe ich da eine andere Technik. Da wird Längsfaser genommen. Das ist so eine Spule, da ist das aufgeklebt auf einer Träger. Da schneide ich mir einfach ein Stück ab. Es hat jetzt den Vorteil, diese Längsfaser, dass sie wesentlich weniger aufträgt, aber den gleichen Zweck erfüllt wie das Geflechtsschlauch. Und zwar, es verhindert, dass durch die Bewegung, die ja hier auch in dem Bereich entsteht, wo das Hohlteil endet, da wird dann durch die Biegung der Lack irgendwann mal, sieht man das, bin ich mit der Kamera drauf, hier ist es, mit der Zeit kann sich das bewegen und wenn man nur Roving rummacht, hat man das Problem, dass dann sich ringsherum in dem Lack, der dann noch draufkommt, wenn die Montage fertig ist, irgendwann ringsherum so ein kleiner Aufplatzer entsteht. Das muss natürlich nicht sein und durch diese Längsfaser ist es wie so eine Art Makulatur und verbindet dann das Hohlteil mit dem Vollteil und schluckt praktisch diese Biegungen, respektive diese Risse werden dadurch verhindert. So, das wird einfach so aufgeklebt. Dann schneide ich das obere Teil noch ab. Da sollte man natürlich nicht allzu viel mit die Finger dran kommen, an das Kohlefaser. So. Jetzt schauen wir mal, ob man das dann auf der Kamera auch gut sieht. Mittig, also hier ist der Stoß praktisch, der Stoß nicht, die Überlappung. Dann gehe ich da drauf. Ein bisschen weiter runter können wir noch gehen. Bis hierhin. Und dann wird das Ganze hier an der Seite erstmal fixiert. Dann reiße ich es immer ganz bewusst ab, damit ich später nicht so schwer habe, das wieder zu finden, den Anfang. So, und dann gehen wir mit der anderen Seite, fixieren wir das an der anderen Seite. Es muss jetzt nichts halten, es muss es nur in Position halten. Dann wird das Ganze mit Harz getränkt und einmassiert. Habt ihr das jetzt gesehen? Also so draufkleben, dann wird er gedreht, dass die Klebefläche oben ist. Und dann wird es ganz stramm. Dass sich der überschüssige Harz verabschieden kann. Also der wird rausgepresst sozusagen. Es bleibt dann nur noch Kohlefaser und ein bisschen Harz in den Fasern selber haften.
drehen wir es wieder rum und dann reiße ich es wieder ab. So, anschließend den überschüssigen Kleber, der rausgepresst wurde, abwischen. So, jetzt wird wieder an die Finger dran, toll. Und dann wird es wieder im Backofen ausgebacken. Ja, und wenn wir schon einen Kleber jetzt angemacht haben und ich außerdem meinen Handschuh noch anhab, dann werden wir mal gleich die Stratocaster mit der Soli-Tip einfärben. Dazu gibt es diese Einfärbepasten DK Transparent, das ist jetzt ein Braunton zum Beispiel. Und auch hier ist wieder ganz wichtig das Küchentuch. So, das ist ein Braunton von dem Original Blink und der wird nur aufgetragen erstmal. Und dann auf der Soli-Tip erstmal so verrieben. Dann schauen wir mal im Licht, ob das einigermaßen vom Ton, vom Farbton her so passt. Sieht fast schon ganz gut aus. Okay, das lassen wir jetzt dann auch aushärten und später kann ich es dann lackieren, bevor ich Feierabend mache. Hier liegt sie nun, deine Stratocaster links vom Laszlo Elnetti, ein absoluter Klassiker. War ja leider in der Spitze gebrochen. Hier ist die Soli-Tip eingespleist. Und so gut wie es ich hinbringe, Laszlo hat eine spezielle Technik gehabt, was das Lackieren angeht. Mit Bootslack hat er es natürlich gemacht. Er hatte übrigens auch in den 80er und 90er Jahren Routen mit Vollspitzen. Ich habe damals auch sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Seine Serien hießen damals Stratocaster Lynx Express. Und ja, das hast du im Prinzip jetzt auch, eine Stratocaster Express. Und ja, da wünsch ich dir weiterhin viel Spaß und viel, viel Petri Heil. Und wenn mal wieder irgendwas sein sollte, du weißt, wo ich zu finden bin. Hallo meine lieben Freunde der flotten Spitze, das ist der Jempi. Ihr habt ja schon die Videos gesehen, wo ich seine Elnetti jetzt repariert habe. Jempi, begrüß dich. Ja, danke. Du warst jetzt eine Woche unterwegs. Ja, ich war eine Woche beim Fischen. Ja. Ohne die Elnetti natürlich. Ja, okay. Aber nächstes Mal wiederum mit der Elnetti. Dafür war sie in der Klinik. Und das Interessante, und warum ich dieses Video jetzt auch mache, ist, der Jempi hat jetzt, wie er gerade reinkam, mir gerade ein paar Fragen gestellt, jetzt nicht direkt zu seiner Route, sondern Fragen, die mich immer wieder erreichen. Und ich finde es mal ganz gut, wenn ich das mal eventuell gleich direkt erklären kann, sodass ihr was davon habt und natürlich der Jempi auch was davon hat. Ja. Also, Jempi, was ging es jetzt nochmal genau? Also ich habe das Video gesehen von der Elnetti, und aber ich habe die anderen Videos, die vorausgegangen, nicht gesehen, sodass ich nicht viel verstanden habe und wenigstens zwei Fragen habe. Ja. Das eine ist, du machst zwei Vermessungen mit zwei Bechern und dann schließt du daraus verschiedene Zahlen und dann geht ein Power Factor und das habe ich nicht so verstanden. Und dann eine Frage, die mich stutzig gemacht hat, aber vielleicht habe ich das nicht so gut gehört, war, dass du gesagt hast, ja, das ist dann für eine Viererroute, aber die Ende, die ist 5, 6, sodass ich wahrscheinlich... Also okay, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, weil das betrifft jetzt im Speziellen fast alle Fliegenrouten. Und das greift ein bisschen in die Vergangenheit auch rein. Ich erkläre mal, wie die ganze Vermessung zustande gekommen ist und was auch der Ludwig Reim, das ist da hinten der Herr, der Ludwig Reim, der hat sie erfunden praktisch, die Vermessung. Das war damals die 15 Grad Speed-Vermessung. Da schicke ich dir auch den Link, oder ich stelle ihn auch in die Gruppe rein, zu dem Video, wo es nur um die Vermessung selber geht. Mhm. Der Hintergrund war das, dass der Ludwig in den Ende der 80er Jahre eine Gespliste gebaut hat. Der hat sie patentieren lassen. Die hat 100% Kraftfaseranteil gehabt. Durch eine spezielle Technik, die dann patentiert wurde, haben natürlich alle anderen Gespliestenbauer gesagt, ja, die ist ja nur steif und nicht schneller und nicht besser.
Und da der Ludwig natürlich ein Entwicklungsingenieur ist oder war, er ist jetzt vor 2 Jahren leider gestorben mit über 92, hat er dann gesagt, okay, dann werde ich da eine Vermessungsmethode entwickeln, wo man die Geschwindigkeit von den Routen darstellen kann, was die Route kann, nicht was man mit der Route kann, sondern wirklich nur, was die Route kann. Also wie viel PS man jetzt ein Auto hat und nicht, wie schnell man mitfahren kann, wenn man so und so eine Strecke oder wie auch immer fahren kann. Also die Technik, die man dann mit der Route selber ausführt, hat es mit der Vermessung selbst nichts zu tun. Aber ich weiß, wenn diese Messwerte rauskommen, kann die Route das. Was man dann mit der Route kann, ist zweitrangig. Also es ersetzt nicht das Gefühl des Einzelnen, der es dann nutzt, was er mit der Route machen kann. Es sagt nur aus, was die Route selbst, das Material selber kann. Du hast gerade eine Frage stellen wollen, ich habe unterbrochen. Steht dann dies im Zusammenhang mit der Charakterisierung verschiedener Routen als Parabolik, Semiparabolik, genau. Richtig. Spitzen, genau. Spitzen, das ist der ganze Punkt dabei, okay. Dass man also praktisch über diesen Powerfaktor, erkläre ich dir, glaube ich, wie der zustande kommt und wie er kategorisiert ist, man sagen kann, ein Powerfaktor von 4,7 zum Beispiel liegt mir persönlich jetzt oder mir liegt einer mit 4,8 oder ich stehe mehr auf über 5, je nachdem. Aber wie man zu dem kommt, das kann ich dir ganz einfach erklären. Und zwar nehmen wir mal am besten mal, ich habe jetzt die da halb drinnen, ich nehme jetzt mal deine Route gleich mal her, also deine Elnetti. Darf der auch mal gleich einen Blick natürlich drauf werfen. Das da oben ist praktisch spitze. Da sieht man fast, ich nehme das hier die. Das, ja, ab, das da ist die Spleißstelle, genau. Ja. Und da ist praktisch die. Okay, gut gemacht. Schulitip. Und die wird dir wirklich sehr gut gefallen. So. Und um jetzt diese Frage gleich mal zu beantworten, es steht jetzt ja drauf 5 bis 6. Ja. Die Route selber, ich habe sie ja zusammengesteckt gehabt, das Video, das schicke ich dir, also praktisch diese Stelle mit einer Hülse und habe sie dann vermessen und schon da war sie keine 5, also da war sie schon ganz knapp an der 5 noch dran. Ja, ja. So, ich kann dir das zeigen, wie das zustande kommt, wie man das ermitteln kann und zwar mit dem ersten Gewicht, was wir dran hängen. Aber der gute Carlo Anetti hat sich, aber Laszlo Anetti, der hat sich dann also geirrt? Oder? Nein, er hat sich mit Sicherheit nicht geirrt. Er ist, also seine Routen waren alle komplett, ich kenne Laszlo, etwas unter den echten Schnurklassen. Man merkt es, wenn man die richtige Schnur nach der Vermessung drauf macht, dass das ganze Ding wesentlich angenehmer noch wirft als vorher. Also das hatten wir auch bei den Messen relativ oft, auch wenn ich die Messanlage dabei hatte, dass jemand kam und sagte, du, ich habe da eine 6er Route, habt eine 6er Schnur und ich komme nicht zurecht damit, ich weiß nicht, was damit ist. Dann haben wir sie drauf gemacht, dann war es eine 7er meinetwegen. Ja? Haben wir eine 7er Schnur drauf gemacht, wir gingen raus auf die Wiese, sagte, wow, ich kann auf einmal werfen, was ist los? Und das ist zu 99% stimmt es, das Messergebnis überein mit dem Meeting. So, die Messung selber findet in 2 Stufen statt. Da hat der Ludwig auch sehr viel Arbeit sich gemacht, hat also fotografiert, damals gab es noch keine Digitalfotografie, hat also fotografiert, Leute beim Fischen, Leute beim Castingsport und hat dann vermessen, wie biegt sich eigentlich eine Route so bei einem Wurf, denn er selber gesagt hat, das war jetzt eigentlich ein optimaler Wurf, also nicht jetzt ein Weitwurf, sondern es war ein richtig angenehm aussehender Wurf, wo du sagst, okay, da hat sich jetzt der Fischer nicht angestrengt, sondern der ist die. Und dann ist er drauf gekommen, dass die Biegung so ziemlich genau bei die 15 Grad lag. Ich habe jetzt hier den Laser da unten. Da ist er, ne? In etwa. Jetzt mache ich gleich nochmal gut. praktisch. Das ist in etwa die Biegungskurve, die man bei der aufgestellten Route so hat, wo die Route auch am besten
die Entladung auch wieder hat. Mhm. Ob die jetzt parabolisch sich durchbiegt oder nur in der Spitze sich durchbiegt, das ist zweitrangig. Diese ganz normale Wurf, diese angenehme Wurf, wo du merkst, in der Route tut sich was, die liegt so um die 15 Grad. Nein, das soll sich also nicht mehr verbiegen als 15 Grad? Es bringt meist nicht mehr, sagen wir mal so, rum, weil die optimale Arbeitsentspannungskraft bei 15 Grad loslegt. Wenn sie vorher zu arg gespannt war, fängt die aber das richtige Arbeiten erst mit den 15 Grad an und gibt dann den Druck auf die Schnur weiter. Wenn sie das nicht hat, dann hat sie zu wenig Druck. Also wenn du auf eine 6er Route, meinetwegen eine 7er Schnur, auf eine 6er Route eine 5er Schnur drauf hast, dann merkst du, da tut sich gar nichts. Und man hat ja gleich das Gefühl, irgendwie lädt sich da gar nichts auf. Das liegt daran, dass die Route nicht auf die 15 Grad kommt, um sich dann wirklich arbeiten zu können. Das spürt man in der Hand eben. Ne? Und der Ludwig hat es ja so gemacht, bei seiner, du kannst das Bild ruhig mal anschauen, ich habe es oft gezeigt. Er hat also praktisch die Route eingespannt, da oben ist der Auslöser, hat dann eine Belastung auf einen Viertelweg, also praktisch mit dem Schnurgewicht drangehangen, das ist dieses Stück da, frei dran und hat das gewogen, wie viel der braucht. Dann wusste er schon die Schnurklasse und dann hat er mit dem Gewicht es in so eine Einrichtung eingespannt und hat dann mit dem Auslöser gedrückt, das macht er da gerade, und dann schnalzte die Route nach oben durch diese Nulllinie durch, mit dem Gewicht dran. Und da konnte er die Zeit messen, wie lang braucht die von hier, bis er da oben durch ist. Okay. Das waren Meter pro Sekunde mit einer Formel zum Umrechnen. Nur damals war eben diese Methode, das war zu teuer, weil die Geräte haben damals einfach zu viel Geld gekostet. Keiner konnte sich oder wollte sich's leisten. Und ich habe dann irgendwann nach 2000, 2005, 2006 oder was, habe ich gesagt, wenn eine Route schnell hochkommt, muss sie ja logischerweise stärker runtergezogen worden sein. Ja? Also praktisch jetzt den Effekt. Also um jetzt die Zeitmessung zu verhindern, also praktisch zu eliminieren, muss ja eigentlich, da ist ja der Druck, der da drauf ist, wenn jetzt die Route schneller hochkommen würde als die, die drinnen hängt, muss ja mehr gezogen worden sein, also praktisch mehr Druck da sein. Und dann habe ich gesagt, das kann man ja wiegen. Und dann hat man zwei Gewichte und das kann ich jetzt mal da mal gerne machen. Also ich habe jetzt hier die... Das sind dann Standardgewichte, aber auf der anderen Seite machst du Körner rein und Körner raus. Genau, weil da habe ich dann die Tabelle, das erkläre ich dann auch noch kurz. Jetzt hängen wir mal das da dran. Mit der Spitzenring erstens mal nicht darunter leidet. Jetzt gehe ich auf die Nulllinie, aber dann habe ich es verkehrt rum. Zu tief, das ist die Seite. Ja, da hast du den, siehst du den Laser, siehst du da, ne? Ja. So, jetzt gehe ich da mit dem schwarzen Strich auf die Nulllinie. Der ist deswegen etwas weiter unten, weil da auch der Laser weiter unten rauskommt. Ne? Also die Route selber ist jetzt in der waagerechten, auch wenn es einen Bauch hat. Das ist aber logisch, weil sie ja Eigengewicht hat. Aber der Spitzenring und die Auflage sind jetzt damit auf der gleichen Höhe. So, und dann gehen wir her und hängen praktisch da Gewicht jetzt mal dran. Bis wir den ersten Weg, das ist der Viertelweg, der sogenannte statische Weg. Eine Formel aus der Statik, das ist keine frei erfundene, sondern aus der Statik sagt, der dynamische Weg, ein Viertelweg davon ist der dynamische Weg sind die 15 Grad und ein Viertel davon ist der statische Weg. Mhm. Beim Brückenbau zum Beispiel, wenn man eine Brücke berechnet und dann fahren Autos drüber, dann fängt die das Schwingen an. Mhm. Wenn die Autos alle stehen bleiben, dann bleibt die Brücke bei einem Viertel von dem Ausschlagweg, bleibt dann stehen. Das ist eine feste Formel, die ist also nicht erfunden, sondern die ist im Hochhausbau, überall ist die bestätigt. Okay. Ne? Also die gibt es, die Formel. Da ist sie nur in den Routenbau mit eingeflossen. So, jetzt habe ich hier ein Gewicht dran gehangen. Wo siehst du das jetzt? Das sehe ich. Da. Da ist der Laser. Okay. Jetzt bin ich hier. Der andere ist da oben, der Null. Und jetzt bin ich hier auf den Viertelweg praktisch. Und das kann ich jetzt abwiegen, dieses Gewicht. Machen wir jetzt in dem Fall. Na komm. Da
haben wir jetzt 11,29. Und bei 11,29 sind wir jetzt in der 3 praktisch drinnen. Ne? 6,58 bis 11,7 geht die. Das ist das Gewicht von der Schnur. Also von der Fliege. Eine 3? Von der Schnur. Genau, ja. Was haben wir hier? Das ist aber weit entfernt von 5,6. Ja. Warte mal. Ich muss irgendwas Falsches erzählen jetzt. Wo sind wir denn daheim? Da. 12,51. Ich hänge es nochmal genau hin. Machen wir es nochmal ganz genau. Ja. Ich habe es nicht ausgemittelt gehabt. Ich habe es hier oben drin nicht ausgemittelt. Siehst du das? Gut, dass wir drüber reden. Wir müssen ja aufs Gleiche kommen, was ich vorher schon hatte. Ne? So. So, und dann sind wir da jetzt drinnen. Mhm. Ja. Ich hatte vorher 12,51. Also, ehe sie repariert wurde oder wie? Nein, das ist der Originalwesen, was ich die gewogen habe mit der Hülse, okay. Und der Originalspitze. War sie bei 13,46. Und jetzt mit der Soli-Tip, das Material ist etwas feiner als Hohlmaterial. Dafür bricht es aber auch nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und damit kommst du ein bisschen runter. Du kannst aber die gleichen Schnüre, wenn du zufrieden warst damit, genauso weiterhin fischen. Das Einzige, was passieren wird, ist, du hast eine engere Schlaufe, weil die Schnur, weil die Spitze feiner arbeitet. Ne? So, also wir sind jetzt hier mit den 12,51, sind wir ziemlich genau im Wert von der Nummer 4, von der Schnurklasse 4. Mhm. Ja? Es steht zwar 5,6 drauf, aber das obliegt auch. Ich wundere mich manchmal bei den Spinnruten auch, die Wurfgewichtsangaben, wie die entstehen. Weil man kann ja Spinnruten da genauso verarbeiten. Da gibt es auch eine Formel dafür, wie man das Wurfgewicht ermitteln kann. Ne? Aber da gibt es keine Standards. Jetzt in der ganzen Industrie gibt es Standards, wie etwas vermessen wird oder wie etwas vermessen werden kann, damit es einen Standard eben hat. Ein Auto, wo du zum Autohändler gehst und sagst, wie viel PS hat das Auto, und das würde dir jemand sagen, ja, so ungefähr 80 PS. Der andere sagt dann, ich glaube so 95 PS, und der andere sagt, also mehr wie 60 hat es nicht. Kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Bei den Routen ist es aber so. Ja, ja. Bei den Routen ist es so, weil es ja keinen Standard gibt. Das heißt, von den verschiedenen, die Marke an sich ist dann konsequent oder logisch aufgebaut. 5, 6, 7 und so weiter. Könnte. Aber der Vergleich von einer Route, einem Routenbauer zu einem anderen, eine 6er Klasse bedeutet bei Orvis bedeutet nicht eine 6er Klasse beim Eneti. Genau. Okay. So ist es. Aber auch bei den innerhalb der Firmen gibt es da Unterschiede. Mhm. Sage war sehr, sehr lange sehr genau, was die Vermessung, wir haben alle möglichen Routen schon vermessen. Und die RPL, also die erste Serie von Sage, die war exakt, egal in welcher Schnurklasse wir die vermessen haben, waren die mit der Vermessung überein. Also was drauf stand, war auch auf der Vermessung tatsächlich da. Ausreißer gab es dann zwischendurch, die Z-Axis war es dann, glaube ich, die war irgendwo anders gelegen. Mhm. Teilweise höher, teilweise niedriger. Also, dass man da sagt, Es ist immer, man kann sich voll danach richten, ist definitiv nicht der Fall. Ne? Mhm. Winston und Thomas & Thomas liegen so in der Art wie Laszlo fast immer drunter, um eine oder zwei Schnurklassen. Mhm. Bei der jetzt, die 14 mit den 13,46 lag er knapp unter der 5, habe ich dir ja vorhin gesagt. Ja, ne? Diese 13,8 Gramm, das bezieht sich auf 15 Meter Schnur, nicht auf 9 Meter, auf 15. Also eine 5er Schnur hat 1 Gramm pro Meter, kann man ganz grob sagen. Also 14,9 Gramm hat eine 5er bei 15 Meter. Mhm. Ja, aber das und diese Tabelle ist nach den Standardwerten, damals von der AFTMA rausgegeben wurde. Ne? Okay, das ist die erste. Dann haben wir den zweiten, also die 15 Grad. Da habe ich mal einen zweiten Becher. Und
ist jetzt natürlich zu viel drinnen. Na, wo ist denn noch da unten? Ich nehme gerade was auf, ja. So, dann haben wir noch ein bisschen weniger. Dann haben wir das Gewicht, was praktisch entsteht im Spitzenring bei einem Wurf. Mhm. So kann man sich's denken, ja. Jetzt. Ja. Die im Spitzenring entsteht, um die Route auf die zu biegen, ja. Auf die 15 Grad. Und dann haben wir die zwei Gewichte da. Da haben wir jetzt die 60, ja, also praktisch dieses Gewicht, die 62, muss ich dann noch genauer einstellen wieder. So, und jetzt haben wir zwei Gewichte. Und mit den zwei Gewichten können wir jetzt die Charakteristik von der Route, indem wir das große Gewicht durch das kleine Gewicht teilen. Mhm. Weil das kleine Gewicht ist ja der Viertelweg von der Biegung, das andere ist der dynamische, der ganze Weg. Ja. Also dann wird der Faktor immer über 4 sein, weil je weiter sie sich da reinbiegt, desto stärker wird die Route. Damit wird, weil es ja vierfacher Weg ist, wird es immer über 4 drüber gehen. Es wird nie unter 4 sein, das höhere Gewicht. Ja. Und wenn man es dann teilt und es kommt ein Faktor raus von 4,4, also und darunter, das gibt's, dann ist es eine ganze parabolische Aktion. Also das ganz typische, eine Nudel eigentlich. Ja, ne? Ja. Dann bis 4,6 ist eine mittlere Aktion, so wie man es also dann sagt, wenn man die Hand nimmt und das Gefühl hat, ja, es ist nichts Schnelles, es ist, ja, also so wie der Sprachgebrauch unter den Fischern ist, es ist eine mittlere Aktion. Oder eine semi-parabolische Aktion. Bis zu 4,8 ist es eine mittelschnelle Aktion, also noch nicht schnell, aber mittel. Ab 4,8 bis 5 ist es eine schnelle Aktion. Und alles, was über die 5 drüber geht, ist mit normalen Routen, also praktisch normale Konstruktion bei Fliegenruten, fast nicht möglich. Also rein von der Biegungskurve her. Ja. Das schafft man nur mit der Soli-Tip. Das ist das, was wir auch rausgefunden haben, weil die Spitze selber, wir sind es bei dir bei einem Powerfaktor bei der Route bei 4,96. Du bist also schon ganz knapp an extra fast. Ja? Ja, ja, jetzt. Ne? Ursprünglich war es 4,7, aber in der Schnurklasse 4. Ne? Ursprünglich das Original. Ja. Und jetzt, dadurch, dass wir am Anfang ein bisschen leichter geworden sind, na, von den 13,46 auf die 12,5 runter, ja. Sind wir immer noch in der 4 drinnen zwar, aber der Powerfaktor geht dadurch hoch. Mhm. Weil es musst du so vorstellen, es ist für eine, jetzt drehe ich mal die Kamera, die Erklärung, warum es so ist, kann man sich relativ leicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Gewicht brauche für die ursprüngliche Route, um diesen Punkt zu erreichen. Ist ja das, was dann praktisch das große Gewicht geteilt wird. Wenn ich aber den Punkt schon, weil die Spitze feiner ist, früher erreiche, ist das Gewicht ja leichter. Aber nachdem ich dann runterzukommen auf die 15 Grad, arbeitet die Route aber mehr in dem Bereich, wo es ja nicht verändert wurde. Also das Rückgrat bleibt bestehen, nur die Feinheit in der Spitze wurde erhöht. Also sprich, ich habe jetzt auch hier, sieht man da an dem Ding, da waren es 63,67. Da ist es 1 Gramm weniger am Anfang und auch nur 1 Gramm ein bisschen was vom großen Gewicht weniger. Ja, ja. Das heißt, das große Gewicht bleibt fast gleich, aber das andere, wo schneller das Arbeiten beim Fischen anfängt oder beim Werfen, wird klein und damit geht der Powerfaktor nach oben. Ja. Ist klar. Ne? Ja. Du sagst also eine superschnelle oder was? Das ist jetzt eine schnelle Aktion oder bei 5.0 würde extra fast, also würde extra schnell losgehen. Ja. Also die habe ich so festgelegt. Ist erstaunlich, denn im Vergleich zu meinen anderen Routen,
ist diese Route für mich eher semi-parabolik, also ja. keine schnelle Route. Ja. Aber das kann dann der Grund sein, dass ich mit anderen Schnüren richtig gefischt habe. Genau. Nicht mit einer Viererschnur. Genau. Wenn du die jetzt mit einer Viererschnur fischst, wirst du es gleich merken, es fühlt sich total harmonisch an, sogar schon bei einer kürzeren Distanz. Und du kannst die Weiten wesentlich besser noch erreichen, weil die Schnurschlaufe enger ist und damit weniger Luftwiderstand da ist. Ja. Beim Fischen braucht man nicht die großen Distanzen. Das ist, ja, aber es bringt mir den Vorteil gerade im Nahbereich. Beim Teichfischen brauchst du, ja, besonders beim Wettbewerben, nach einer Stunde sind die Fische in der Mitte angekommen. Ja, ja, ja. Dann gewinnt derjenige, der am weitesten wirft. Mhm. Okay. Na ja, gut, genau. Okay, das heißt, ich soll diese Route jetzt, wie sie ist, mit einer Viererschnur. Mit einer Vierer? Du kannst sie natürlich, um dann den direkten Vergleich zu spüren gleich mal, die alte Schnur, wo du bis jetzt verwendet hast damit, also die Fünfer, und einfach mal werfen und sagen, ja, ich spüre da den Unterschied. Und da, ja, das wirst du merken, und zwar, weil die schon mit 3 Meter oder 2, 3 Meter Schnur anfängt, aus der Spitze raus sich zu laden. Ne? Mhm. Nicht erst dann, wenn viel Schnur draußen ist, sondern schon von Anfang an. Und dann gehst du auf die Vierer runter und dann wirst du sehen, dann hast du wesentlich größeren Range, was du abfischen kannst. Ja. Wo du auch angenehm werfen kannst. Aber. Okay. Gut. War das jetzt mal so bei deine Fragen? Ja, das waren meine Fragen. Das waren die Fragen und genau, was waren ja die zwei, haben wir auch gleich mit beantwortet. Ja. Okay. So, dann hoffe ich, dass es was gebracht hat, liebe Leute, dass der Jempi die richtigen Fragen, was euch auch unter den Fingernägeln brennt, gestellt hat. Dann würde ich sagen, Jempi, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß damit, mit deiner Netti. Es ist ein Klassiker, es bleibt ein Klassiker. Ich habe viel mit Laszlo zusammen gemacht und es ist, ja, es ist halt wie es ist, ne? Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr solche Fragen mal habt, egal was auch betreffend, ich beantworte sie gern, hat sich halt nur toll ergeben, dass du reinkommst und genau diese Fragen gestellt hast. Gut, also, dann wünsche ich euch was. Tschüss!